Hallo und herzlich willkommen auf meinem Channel. Mein Name ist Zellacon. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge. Ihr seht, ich bin Handheld unterwegs und das bedeutet, dass heute wieder was Besonderes passiert. Besonders insofern, dass wir jetzt gleich in die heiligen Hallen meines Kellers gehen, um meinen Backlog anzuschauen. Ja, ganz so dunkel müssen wir es noch nicht machen. Das kommt gleich erst im Keller. Insofern möchte ich aber vorher mal noch die Kids besprechen, die ich hier oben habe. Und ich möchte Mekanuki danken. Der hat mich nämlich auf diese wundervolle Idee gebracht, mal ein Backlog-Video zu machen. Und wir gehen jetzt runter in die heiligen Hallen. Aber bevor wir da hingehen, ich habe ein paar Kids hier oben liegen. Die möchte ich euch zuerst zeigen. Ich muss euch das mal so zeigen. Das ist ein ganz, ganz kleiner 1:200 RX78 und zwar der Walking Gundam of Yokohama. Wenn ihr eine Eintrittskarte zu dem Walking Gundam, und ich hoffe, oh mein Gott, dass ich das nächstes Jahr machen kann, wenn ihr die kauft, dann bekommt ihr automatisch dieses wundervolle Kit. Dazu habt mich zu Weihnachten beschenkt der gute Basti. Der hat mir nämlich den 1:144 mit G-Dock geschenkt. Schaut mal, wie fett das für einen Hagi ist. Super geil, freue ich mich schon mega drauf zu bauen. Dann haben wir natürlich, weil ich ihn bis jetzt noch nicht gemacht habe, den Entry-Grade New Gundam. Auch hier, das war, ich wollte warten, bis ich eine große Version habe. Oder limitierte Version. Ich habe ja die ganze Limited Edition von den Entry Grades und da wollte ich weiter sammeln, aber irgendwie wollte ich auch nicht verzichten, mal einen New gebaut zu haben. Dann, wie gesagt, war ein Kollege in Japan, der hat mir dann den Entry Grade Nu, und zwar den 1:1, den FF-Version, mir mitgebracht. Auch hier wieder, ey, ich kann mich gar nicht genug bedanken bei den Leuten, die mir das ermöglichen, dass ich so, so tolle Sachen haben kann. Und den hier habe ich in einem lokalen Shop gefunden. Das ist ein Entry Grade Ultraman, und zwar als Guan Yu-Verkleidung. Sehr, sehr cool, sehr, sehr, ich dachte selten, insofern habe ich mir den damals mitgenommen. Und wir gehen jetzt in die heiligen Hallen. So, wir sind in den heiligen Hallen angekommen. Natürlich, jetzt muss ich am Anfang, ich muss es einfach machen. Ich muss den Fokus da drauf legen. Ich rede gar nicht um den heißen Brei herum. Ich hatte die Möglichkeit, einen Dendrobium zu bekommen. Die musste ich auch ergreifen. Und seitdem steht die da und wartet darauf, dass ich den Skill habe, sie zu bauen. Denn noch traue ich mich überhaupt nicht. Und hier kommen wir auf das andere Thema an. Ich liebe die Sondereditionen der Entry Grades. Deswegen habe ich hier so viele. Das sind alle, die es jemals in diesen Dosen gab. Da hoffe ich, kommt dann auch noch der Nu nächstes Jahr. Letztes Jahr gab es leider keinen neuen. Gehen wir doch mal hier die Reihe weiter. Da sehen wir auch so ein bisschen was. Was haben wir da? Wir haben ein Astray Second L, das MG Maneuver Pack für die Eclipse. Hier ist der Olympia Gundam. Das ist diese Workshop-Version. Ich weiß nicht, ob gehen wir mal so. Seht das Workshop-Kit. Darunter, das ist was ganz Lustiges, das ist ein Crystal Clear Type. Das bedeutet also, da ist der HG Evangelion drin, aber in komplett durchsichtig. Übrigens, er ist auch dabei, Shinji ist auch komplett in durchsichtig dabei. Als nächstes, Tolgi's Animation Color RG. Auch sehr schön. Dann haben wir hier mehr Sachen. Wir hätten einen halb durchsichtigen RX G3, der Strike als und da fällt er erstmal runter. Der Strike mit der Badekugel, die Activate Mode, Entry Grade, alles Entry Grades. Dann gucken wir da jetzt ein bisschen weiter. Ein HGCE Freedom Gundam Custom Kit, ein Serpent HG Sakko Warrior Life Concert Version. Da hinten die alte Workshop-Version vom RX, genauso wie der
Son Goku praktisch Workshop-Version und noch ein Olympia Paralympics Gundam. Den haben wir oben gebaut, der steht oben. Ja, Dendrobium. Jetzt gehen wir mal hier hin. Besoffener Kauf, anders kann man es nicht sagen. Besoffener Kauf, fast besoffener Kauf, besoffener Kauf. Also all die habe ich im Prinzip nur gekauft, weil ich die Möglichkeit dazu hatte und ich das unbedingt haben wollte. Ich weiß, meinen ersten PG, den ich gebaut habe, ich war hin und weg. Also wirklich, ihr konntet mich in den siebten Himmel hören von meinem ersten PG. Jetzt die Möglichkeit zu haben, zwei auf Halde zu haben. Einen oben bauen wir ja gerade in dem PG-Saku. Das ist für mich einfach ein wahr gewordener Traum. Hier haben wir noch ein bisschen random Sachen, also Full Burst Mode, einer der ersten Suits, die ich für eine Messe bekommen habe. Dann hier diverse Modellbausachen, die mal so irgendwie angefallen sind. Und ein paar Action Bases haben wir hier auch noch. Darunter kommt im Prinzip meine 80er-Jahre-Sammlung. Das sind alles Gundams, die entweder in den 80ern zum ersten Mal produziert wurden oder sogar teilweise aus den 80ern noch sind. Also da haben wir hier zum Beispiel, ne, von Seed Destiny Abyss Gundam. Dann haben wir hier den alten EX Trailer, dann eine Murasai, ich weiß gar nicht mehr, wie das Ding hier heißt. Das zum Beispiel, und ihr seht auch schon farblich, dass da ein Unterschied ist, ne? Da seht ihr einen Unterschied. Das Ding ist wirklich aus den 80ern, da ist auch noch wirklich Kleber dabei. Der ist nicht nur aus den 80ern, der ist auch in den 80ern gemacht. Ja, da wurde ich etwas gestört beim letzten Mal, aber jetzt geht's weiter. Da oben waren wir, wir gehen hier hin. Ne? Die betrunkenen Käufe, glaube ich, hatten wir auch schon. Ein bisschen was Random-Zeug. Jetzt kommen wir zur 80er Jahre Edition. Wie ich bereits sagte, hier sind einige Sachen wirklich aus den 80ern. Manche sind etwas Neues, manches passte einfach nirgendwo anders hin, wie dieser wunderschöne Full Armor. Aber zum Beispiel hier auch ganz interessant, die sind aus den 80ern 1:20 Figuren. Die gibt es so halt auch nicht mehr. Und von, na, ich muss es glaube ich eher so machen, von Ichiban Kuchi, dem Gewinnspiel, ein Teller. So, hier haben wir etwas, da gehe ich gar nicht drauf ein. Das sind Kits, die ja in Gewinnspielen vorkommen sollen. Und wir wechseln hier drüben hin und da seht ihr natürlich eine Penelope. Hier drum Beispiel auch wieder ganz, ganz spannend eigentlich. Das ist ein Ichiban Kuchi MG. Also praktisch die Hälfte von dem Kit ist durchsichtig. Die andere Hälfte ist, ja, normal. Dann mein allererstes Saber Tiger, mein allererster Zoid. Da freue ich mich schon sehr drauf, den zu machen. Und weiter hinten haben wir dann die Premium Edition von der Providence. Wir haben den Eclipse, weil ohne Eclipse, wie sollen wir denn bitte das hier benutzen? Ne? Braucht man einfach. Und ganz hinten durch, versteckt, seht ihr den RG Nu. So, das sind hier meine seitlichen Sachen. Hier ist alles, ja, MG und ein bisschen größer. Und hier drunter kommen wir zum Beispiel auf das gesponserte Kit von Anime Import und auf andere Kits, die ich mal so, ja, für mich selber bauen wollte, beziehungsweise für mich selber so zurückgelegt habe. Da seht ihr natürlich ein Clear Color RX. Ihr seht ein Origin RX. Ihr seht ein RG God Gundam. Ihr seht, wie heißt da? Core Gundam. Core Gundam, da freue ich mich auch schon echt sehr, sehr drauf. Und natürlich was von, jetzt habe ich den Namen vergessen. Wie heißt der Anime nochmal? Ich komme gerade nicht drauf. Und Battlelog und Beyond Global. Vielleicht verlose ich davon auch nochmal das ein oder andere Kit, aber das war's. Und natürlich, was auch nicht fehlen darf, eine riesengroße Box mit übrigen Sachen. Also da sind nicht leere Runner oder so, sondern diese Runner sind bestückt, die ihr da drin seht. Und sehr, sehr viele Teile liegen unten. Ja, und mein allererster PG, den ich gebaut habe, den RX. Ja, was gibt's noch zu sagen? Es ist zu viel, ihr seht es. Ich habe es nicht gezählt, aber es sind über 60 Kits oder 50 Kits hier, die hier sind. Dann habe ich natürlich auch noch die aus dem Shop, die Artifexe. Da kann ich nur sagen, geht mal auf meinen Shop. Wir haben zum Beispiel auch noch jede Menge Glasfeilen. Nicht mehr viele mit Logo, insofern vielleicht auch was Interessantes. Oder hier eine
White and Blue. Nein, White, Blue, Red LED Unit Dual Type. Auch zum Beispiel, was ich empfehlen kann, schaut euch das mal an. Das ist eine Hobbyzeitschrift aus Japan. Die hatte ich damals so mehr aus Spaß gekauft. Sind aber wirklich interessante Artikel drin, auch wenn man sie nicht lesen kann. Und halt, was das Interessante ist, was da drin war, ist das Custom Kit für den Freedom. Das gibt es so auch nicht mehr. Ja, was kann ich sagen? Das ist mein Backlog. Ach ja, viel zu viel angesammelt, aber besser haben. Haben beruhigt oder sowas. Ich wünsche euch ein wundervolles Wochenende und ja, danke nochmal an den lieben Mecker Nuki, der mich auf diese Idee gebracht hat. Was kann ich noch sagen? Tja, schaltet ein, bis demnächst.